miteinander. Ich danke euch für eure lieben Feedbacks. Ich habe WhatsApps, Facebook Privatnachrichten und viele, viele E-Mails bekommen. Und das hat mich sehr gefreut. Was mich aber über den Inhalt nicht hinweggetäuscht hat, ist, dass ich Geschichten erzählt bekommen habe von untrainierten Menschen, die damals als Kind an Sessel gebunden wurden und richtig gezwungen wurden, entweder von Lehrerinnen oder auch von den eigenen Eltern, Großeltern, Betreuungspersonen, dass sie mit der rechten Hand schreiben. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Also hat mich zutiefst erschüttert. Und umso mehr, alle diese Betroffenen, geht nicht in die Opferrolle. Macht das Beste draus. Wenn ihr jetzt mit Recht schreibt, ist es nicht so tragisch. Wichtig ist vielmehr, dass ihr vielleicht beim Gemüseschneiden, bei anderen Bastelarbeiten, beim kreativen Sein und vor allem bei Körperpflege und allen anderen möglichen Sachen einfach beide Hände integriert. Musiker haben das eh einfacher. Jetzt nicht alle. Rechts-Links-Gitarren gibt es ja zum Glück. Und sonst hätten wir die ganze Beatles-Musik wahrscheinlich nicht, hätte es damals nur rechtshändige Gitarren gegeben. Aber ich möchte zurück, um euch einfach zu sagen, wie das ist. Also wenn ihr natürlich auf der linken Gehirnhälfte seid, jetzt muss ich schnell meine Liste suchen, ich finde sie gar nicht. Entschuldigung. Das heißt, wenn ihr mit der rechten Hand arbeitet, ist ja eure linke Gehirnhälfte zusammen. Also die zwei gehören so zusammen. Und das heißt natürlich, ihr seid einfacher und schneller in der Vernunft, im Verstand und in der Logik. Das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Eure Sprache, die Mathematik wäre also für eure Handhabungen, für euer Rechnen und für alles andere weit besser verteilt. Was es aber nicht unbedingt hat, ist das Zeitempfinden. Das kann entweder ganz akkurat sein, also dass ihr euch immer im Tagesgeschehen, naja, jetzt haben wir gerade Sommer-Winterzeit, auch richtig fühlt, aber es muss es nicht. Ja, also habt mal eine Achtung darauf, wie das sein könnte. Und euch fallen jetzt irgendwie Gesetzesakzeptanzregeln einfach einfacher zu. Wenn ihr jetzt aber ein Linkshänderin, Händer seid und eure rechte Gehirnhälfte ja vor allem in eure Handlungen, in euer Begreifen fließt, dann heißt es natürlich, dass die Innenwelt einen großen Teil hat. Also eure Gedanken, eure Emotionen, die geklärten und die unerklärten und die im Unterbewusstsein haben einen größeren Raum in euren Alltagshandlungen. Und wenn man jetzt auch denkt, dass Musik, die Kunst und all dieses Einfühlsame natürlich auch einen größeren Stellenwert bekommt in euren Handlungen, ist es ja ganz klar, dass das räumliche Denken und die Kreativität bei euch am besten ist. Und jetzt würde ich all diesen Untrainierten, die es jetzt gerade erst erklärt bekommen haben in meinem letzten Film, also die, die wirklich aktiv mit der linken Hand auf etwas klatschen. All die würde ich bitten, schafft euch ein paar Musikinstrumente an, spielt mit eurer Andersartigkeit, integriert sie wieder mehr in den Alltag. Und da gibt es natürlich auch solche Kugeln, ich glaube, ihr kennt die vielleicht auch aus einem asiatischen Markt oder so. Wer kann denn mit denen gut in der Hand ausbalancieren? Das wäre wirklich, die Hand hat so viele Muskeln und feine Venen und Äderchen. Also je mehr ihr trainieren könnt, es tut mir leid, die klingen gerade ein bisschen, aber je mehr ihr Handfertigkeiten macht, umso mehr integriert ihr eure kreativen Talente in der linken Hand oder auch einfach die rationalen Talente wieder. Und ihr kommt mehr ins Fließen. Nichts ist so schlimm für uns, wie das Stocken bleiben, Stecken bleiben. Und das wollen wir ja alle nicht. Also nach diesen schrecklichen Nachrichten von Kindern, die mir berichtet haben, sie wurden angebunden an Sesseln, würde ich euch wirklich ans Herz legen. Lernt mit den Händen. Über eure eigenen Hände zuerst, spielerisch, und dann auch dürft ihr ja schon anhand von den Karten auch bei anderen Leuten mal nachdoppeln und sagen, du schau dir das mal an, das ist zwar etwas ganz Kleines, aber es hat eine große Wirkung. Und ich wünsche euch mit meinem dritten Film nun einen ganz schönen Tag, wertschätzt eure Hände
und dann kommt alles gut. Danke, tschüss.